Pfeifen, Piepen, Rauschen im Ohr, all das können Symptome eines Tinnitus sein. Mein Name ist Jens Bendlage und ich begrüße euch recht herzlich auf unserem YouTube-Kanal Online-Physiotherapie. Jeder kennt das Pfeifen im Ohr nach einem Diskothekenbesuch oder einem lauten Konzert und geht damit ins Bett und wacht in der Regel morgens wieder auf und es ist vorbei. Beim Tinnitus ist es leider nicht so. Da haben wir Ohrengeräusche in verschiedenen Frequenzen und Tonlagen. Oft ist es Stress, Schlafmangel oder Durchblutungsstörungen, die zu einem Tinnitus führen. Es kann aber auch sein, dass ein Tinnitus nach einem Knalltrauma oder nach Schädigungen am Gehirn entsteht. Deshalb solltet ihr den Tinnitus immer erst ärztlich abklären lassen. Wartet damit nicht zu lange, 1 bis 2 Tage maximal. Physiotherapeutisch können wir Tinnitus behandeln, der stressbedingt ist, indem wir die Kaumuskulatur oder die verspannte Nackenmuskulatur behandeln. Dazu zeige ich euch jetzt 4 Übungen, mit denen ihr den Tinnitus loswerden könnt. Für die erste Übung legst du deine Hände so, dass deine Fingerspitzen der Mittelfinger vor dem Ohr liegen. Du öffnest deinen Mund, schließt ihn ein paar Mal und merkst unter deinen Mittelfingern, wie sich dein Knochen bewegt. Das sind deine Kiefergelenksköpfchen. Genau. Jetzt lässt du die Finger dort liegen, wo du diesen Knochen spürst und bewegst deinen Unterkiefer nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts und wieder auf und zu den Mund. Und das machst du in Kombination, 1 bis 2 Minuten, öffnen, schließen, links, rechts bewegen, vor und zurück. Sehr gut. Als zweites, du lässt deine Hände gerade liegen, wo sie sind, rutscht 1-2 Zentimeter weiter nach vorne, da befindet sich deine Kaumuskulatur und die kannst du spüren, indem du deine Zähne fest zusammenbeißt, dann spannt sich da unter deinen Fingern was an, genau, zeig das mal kurz. Machen wir die Hand nochmal kurz weg. Die Kaumuskeln befinden sich in etwa hier so, in dieser Breite vor dem Ohr, von diesem Jochbeinknochen bis zur Unterkante des Kiefers. Da. Und in diesem Bereich musst du nachher deine Massage ausführen. Also nochmal die Hände hin und dann beißt du zusammen, damit du nochmal genau weißt, wo er ist. Und jetzt massierst du den. Und du machst kleine kreisende Bewegungen. Dreh dich nochmal ein bisschen. So, also ein bisschen Punkt, so ist super, ja. Ein bisschen punktuell, mehr ein bisschen in die Tiefe gehen, aber den Muskel nicht die ganze Zeit anspannen, also nicht immer beißen, sondern auch mal lösen, dann wieder ein bisschen ein Stückchen nach unten wandern und wieder rein ins Gewebe und massieren. Lass dir Zeit dafür. Es ist wichtig, dass du mindestens 2 Minuten massierst. Genau. Als nächstes nimmst du deinen Daumen und Zeigefinger, hältst dein Kinn. Öffne einfach mal den Mund und mach ihn wieder zu. Jawohl, so. Und jetzt drückt dein Daumen gegen das Kinn, aber du öffnest den Mund trotzdem. Der Mund gewinnt. Der Daumen hält dagegen. Mund gewinnt und jetzt schließt du wieder. Und jetzt öffnest du wieder. Immer ein bisschen Gegendruck durch den Daumen, aber der Mund geht auf. Jawohl, genau. Sehr gut. Mach das 1 Minute. Okay, und somit hast du eine schöne Stabilisation gemacht für die Muskulatur, die den Mund öffnet. Diese Muskeln stehen in Verbindung mit der Kaumuskulatur und deswegen ist es wichtig, auch die mit anzusprechen. Und als letzte Übung nimmst du deine Daumen hinters Ohr, stellst, bleib ruhig so, dass man es, ja, vielleicht, dass man es mal seitlich sieht, stellst die von unten gegen diese Knochen, legst deine Hände hier seitlich an den Kopf und mit diesem Druck, ungefähr mittlere Stärke, nicht zu stark, nicht zu wenig, drehst du deinen Kopf nach links und rechts. Genau, während du das machst, zeige ich nochmal hier an der Wirbelsäule, welche Knochen das sind. Ihr findet die hier direkt hinterm Ohr, da könnt ihr spüren, sind so kleine Vorsprünge und da geht ihr mit eurem Daumen von unten dagegen und die restliche Hand fast oben den Kopf. Der Druck ist aber nur hier auf diesem Knochen drauf. Genau, du drehst. Jawohl. Sehr gut. Wenn euch die Übungen zum Tinnitus gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch.
und abonniert unseren Kanal online-physiotherapie.